Willkommen zurück zu der Red Rocket Station. Heute sind wir hier, um die Verkabelung durchzuführen von dem Ort. Ich weiß nicht mehr, ob ich Dings eingefügt habe. Lampen. Nein. Machen wir also noch. Ich habe mir jetzt das Kupfer, Keramik und so weiter besorgt, um hier vernünftige Lampen anzubringen. Damit sie einigermaßen heller wird. So. Wir haben jetzt noch ein Kupferstück. Ich habe noch ein bisschen was, also an Sachen, von denen ich Kupfer besorge. Ich werde einen Cut machen, das besorgen. Aber davor müssten wir. Ach ja. Okay, wir machen Cut, weil ich muss kurz die Sachen holen. Die sind nämlich nicht verbunden mit der Werkbank. Also hole ich kurz die Sachen und ja. Wir sehen uns da. Und wir sind zurück. Und diesmal mit allen Teilen, die wir brauchen, um Generatoren herzustellen. Das Problem war, dass die Werkbank nicht verbunden war. Wie es scheint. Ich glaube, ich brauche nur kleine Generatoren, weil ich das mit dem Kabel besser hinkriegen muss. Weil es sonst nicht richtig funktioniert. Das waren alle Eingänge. Okay. Dann packen wir vorne noch einen hin. Wir haben noch genügend Kupfer dafür. Oh, toll. Stromleitungen, die Keramik gebrauchen. Aber ich glaube, vieles von den Stromleitungen reicht, um. Na, ich hoffe zumindest, dass die Kupferleitungen lang genug sind und im richtigen Ort stehen. Weil das ist ein großes Problem. Obwohl, vielleicht kriege ich auch hin, einen hier reinzustopfen. Das wäre nichts, das wäre gut. Wir haben hier keine Beleuchtung, die direkten Einfluss braucht. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viele Generatoren. Das ist eine Garage, also hier rein bauen wir, glaube ich, den anderen Generator. Mit dem absolut tollen Baulichtern drinne. Weil wenn wir schon so viele Generatoren haben, können wir ja auch mal welche hier hinstellen. Es ist nicht so, als würde ich dieses Tor irgendwie öffnen. Irgendwann mal in meinem Leben. Kriege ich den hier hin? Kriege ich den hier hin? Ja, ich krieg ihn hier hin. Und von hier laufen wir dann das nächste Kabel hier hin. Ja, dann haben wir hier jedes bisschen abgedeckt. Ich weiß nicht, brauchen wir den so dringend? Nein. Ich werde hier drin sowieso nicht sein. Ich möchte nicht wirklich viel. Das ist eigentlich alles an Verkabelung, was wir brauchen. Das Problem ist auch die Beleuchtung. Ein Teil davon brauchen wir immer noch. Problem ist immer nur Kupfer. Ich weiß eben auch nicht, wofür dieses Roboskoplicht ist und ich habe vergessen zu gucken, was es ist. Weil die Stromleitung macht Strom an vielen Orten. Meine Frage ist, bis wie weit? Weil ab hier ist es nicht mehr. Ab hier ist sowieso das Hintere, ab da will ich sowieso nichts mehr haben. Hier vielleicht, aber hier wird bestimmt nicht. Ja, hier ist bestimmt nicht. Praktisch, ja. Schade, dass ich das Kupfer nicht zurückkriege. Kupfer ist extrem wertvoll. Auch nicht? Naja, ich denke, wir hätten hier von Innenbeleuchtung
Aber hier geht noch. Auch nicht. Okay. Ja, okay, hier oben. Jetzt hätten wir auch kein Kupfer mehr. Aber gibt es hier noch etwas, was wir dazu machen müssen? Nein. Ich glaube, über Anzug könnte ich auch nicht wirklich was machen, oder? Nein, mir fehlen die Zahnräder. Ich könnte welches hinbauen, aber. So. Ist der breiter? Ja, der ist breiter. Aber wir brauchen noch Schutz für den Fall, dass ich hier Leute hinmache. Habe ich zwar nicht vor, aber vielleicht hole ich hier Leute hin. Weil im nächsten Teil werde ich mich nicht mehr mit der Station befassen. Dort werde ich mich mit einem anderen befassen. Ich weiß noch nicht genau welcher. Kann ich irgendwas bauen? Nein. Alles braucht mehr. Okay. Du. Beton. Ist aber das Einzige, wofür man Beton braucht. So, hier ist Essen für den Fall, dass. Ich lasse die hinten arbeiten, da wo sowieso schon das Essen steht. Mit den netten Flaggen, die ich beim letzten Mal hier hingepackt habe. Ich weiß nicht, sieht irgendwie gut aus. Sieht fast so, als würde sie hingehören. Irgend so eine alte patriotische Tankstelle. So, das ist so gut wie alles, was ich brauche. So, diese Plünderstation. Nee. Oder da? Nee, nehme an, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich eine hier hinten hinstellen. Selbst wenn ich weiß, wie sie funktioniert. Den werde ich hier nicht brauchen. Ich könnte das jetzt zwar zu einem Emporium machen, aber ich weiß nicht mehr, ob ich hier Leute hinhole. Nein, kann ich nicht bauen. Nein. Dann, bevor die hier extra zur Plünderstation kommen, können sie gleich noch die Füße abtreten. Und am besten noch mit ein paar Teppichen. Nicht, dass hier irgendjemand nicht findet, dass es hübsch aussieht. Ich meine, wer würde nicht finden, dass es hübsch aussieht? So, da ist jetzt ein Opferkreis. Und hier können die noch einen Teppich drüber setzen. Das würde ich mir cool vorstellen, wenn man einfach so einen Turm aus Betten und Teppichen und Couch, Sofas, was auch immer bauen könnte. Das würde gut aussehen. Hierbei hatten wir alles. Ja, hier hatten wir alles. Obwohl, Storm sagte irgendwas mit Milch, also bauen wir hier noch einen. Ich hatte hier Milchautomaten, aber den habe ich abgerissen. Aber ich könnte hier gerne noch mal einen hinbauen. Milch. Milch. Das habe ich da hingestellt, ne? Das da hinten. Ja, hier das. Ja, muss ich. Mir ist noch eine wichtige Sache aufgefallen. Ich habe keinen. Wo kam es hin? Kann ich es überhaupt noch hinmachen wegen den Lichtern? Ja, hier ist kein Tisch. Hier ist kein Tisch, an dem ich mir Sachen hinstellen kann, die sowieso nach einiger Zeit rausfallen. Wenn man irgendwas hinstellt, fällt es nach einiger Zeit wieder runter. So ganz langsam, sagt ein oder. Ein Telefon. Das brauche ich nicht. Piss dich. Püstigolde. Muss ich die Kamera hier haben? Ich glaube, ich kann sogar einen neuen Kühlschrank bauen von all dem, was ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob ich kann, aber vielleicht kann ich. Müsste dann ja bei Behälter sein. Wir können ja mal gucken. Nee, nur ein Kühler. Aber egal. Ist auch nicht so wichtig. Aber dafür haben wir Platz für ein weiteres Licht, das funktioniert. Der Esotronik oder Esotronik. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das, was wir machen können, ist, wir können uns auf die nette Bank hier setzen. Und warten, bis es Abend ist. Weil jeder weiß doch, wenn es Abend ist, sieht alles besser aus.
Ja, wir sind anscheinend doch noch angekommen in der Nacht. So. Dann habe ich gleich mal die Idee, dass ich hier gleich alles aufmache. Also, dass wir. Wo. Ah. Da gucken wir uns aber alles andere an. Wie ist es so beleuchtet? Alles wie geplant. Hier fehlt die Lampe ein bisschen, weil ich weiß nicht, brauche ich wirklich den kleinen Teil hier beleuchtet? Ich glaube nämlich nicht. Strong? Der erste Teil war mir ziemlich egal. Da brauchte ich nicht wirklich etwas, habe ich aber doch noch etwas gemacht. Dort hinten in der Garage fand ich, es wäre wichtig, weil, wenn überhaupt, wer halte ich mich hier auf, wenn ich überhaupt an der Station bin, was ich auch nicht oft bin. Und ja, hier ist ein Bett, hier ist ein Beistelltisch. Alles, was ich brauche, die Werkbank und alles ist hier. Und im Gegensatz zu draußen und in der normalen Nacht beim letzten Mal ist alles fünfmal heller. Also, ja. Wir schließen jetzt alles. Natürlich wird Strong das wieder aufmachen, aber ich meine nur, hier ist alles, was wir errungen haben. Wieso habe ich die Tür aufgemacht? Habe ich die Tür aber aufgemacht? Der General ist total überflüssig. Vielleicht kann ich ihn hinten Raum einbringen und damit dieses eine Ding anmachen, aber. Kochplatte. Naja, das war auf jeden Fall alles. Ja, das war alles. Also, ich werde mich jetzt auf diese dunkle kleine Ecke setzen. Darüber nachdenken, was ich getan habe. Und ja, wenn ihr das auch so machen wollt, zusammen mit mir, könnt ihr es machen. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei der nächsten Station. Die nicht in der Tankstelle ist. Ciao.